Herzlich willkommen zu Gerrit Manöver Blog zu einem neuen Video. Freue mich, euch mal wiederzusehen. Möchte heute euch was vorstellen, und zwar geht es heute um Tuning, Lenktuning für den DFL T10 Pro oder den DFL T11 Pro oder für den Cool Racing 1:10 Carbon Racer von Crawlstar. Das Lenkungskit, mehr dazu nach dem Intro. So, willkommen zurück. Eins vorab, bevor wir starten. Habe letztens gesehen, fast 70% oder 60% meiner Zuschauer, die meine Videos sehen, ja, sind keine Abonnenten. Also bitte, wenn ihr mich unterstützen wollt, bitte einfach den Abonnieren-Button klicken, auf die Glocke klicken, damit ihr kein Video verpasst. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und über jedes Kommentar freue ich mich extrem. Also, und jetzt schauen wir mal rein. Und zwar geht es jetzt von Crawlstar, von lieben Lengo, habe ich ein kleines Packerl bekommen. Da ist jetzt drinnen das Crawlstar BTA2 DFL drinnen. Das Lenkungskit von Crawlstar gibt es für verschiedene Fahrzeuge schon. Angefangen beim Axial SCX10, da war es eigentlich legendär. Ich hatte noch eine der ersten Serie mit der wunderschönen Aluminiumverpackung, ja. Die habe ich sogar noch aufgehoben. Dann gab es die Lenkung für den G-Mate Sobek oder für den Komodo, ja. Dann gab es für den Axial Rave die Lenkung. Und vor kurzem habe ich vorgestellt für ein RC4WD Gelände 2 1:18 das Lenkung und Tuning Kit, ja. Und jetzt gibt es das Ganze auch für den DFL, ja. Den DFL habe ich auch mal vorgestellt. Gibt es auch einen Blog Beitrag zum DFL oder zwei oder drei sogar, ja. Dann habe ich damals gemeinsam mit dem Michael vom Crazy Crawler den DFL vorgestellt mit der coolen Hard-Plastik-Karosserie mit dem Steuerrahmen. Und jetzt gibt es eben vom Crawlstar entsprechend das Lenkungskit. Ja? Das schauen wir uns nachher noch an, aber vorab gleich. Ich habe keinen DFL, ja? Deswegen habe ich jetzt zwei Lenkungskit, die ich an euch verlose. Entsprechend, ja. Sprich, die zwei könnt ihr gewinnen. Was ihr tun müsst, um die beiden zu gewinnen, fahrt ihr später nach dem Video. Jetzt schauen wir uns einmal die an. Ja. Schauen wir mal an, was da steht. Verbesserter Lenkeinschlag, optimierte Lenkgeometrie, keine Lenkstange vor der Achse, BTA heißt Behind the Axle, schnell und einfache Montage, ein Lenkungstuning-Kit für den DFL oder für den Cool Racing. Schritt 1, Demontage der Serienanlenkung. Schritt 2, Demontage der oberen vorderen M36 Dämpferdistanzhülsen. Verwendung zur Modifizierung der Montage der unteren Lenkungsdämpfer links mit M3x30. Das heißt, Schritt 3 ist Montage der vorderen Dämpfer mit M3x10 Alu-Distanzhülsen. Die sind da mit dabei im Lieferumfang. Schritt 4, Montage der neuen TFL-Lenkwinkel. Servomontage mit dem Zylinderkopfschrauben, die ist auch alles dabei. Dann Schritt 6, Herstellung der Anlenkung vom Servohorn zum Crawlstar BTA2. Oh, coole Optik, schauen wir dann gleich. Ja. Dann Punkt 7, Vorbereitung der DFL-Lenkwinkel, Punkt 8, Aufstecken des BTA2-Lenkbügels, Punkt 9, Lösen der beiden Siabs am Abskörper, Drehung auf den vorderen Langlochanschlag, Fixierung, sodass ein ungestörter seitlicher paralleler Bewegungsablauf des BTA2-Lenkbügels unterhalb des Servohorns ergibt. Ich denke jetzt, das ist jetzt vom Material her, das ist sicher, das ist Carbon, das steht jetzt nirgends, Metall, aber das schaut wie Carbon aus, das ist kein Metall. Der Lenkbügel, das ist praktisch die Beutel, was dabei ist alles, der Lenkbügel. Das ist praktisch die Anlenkung drauf dann. Der Lieferumfang, was ist alles dabei? Ein Crawlstar Lenkbügel, ein zweimal Crawlstar Lenkwinkel, dreimal Stoppmuttern, dreimal Kontermuttern, bla 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 bla. Ich lese das jetzt nicht alles vor.
Ich verlinke euch den in der Videobeschreibung und findet ihr einen Link zum Artikel, da könnt ihr euch das durchlesen, da könnt ihr auch die Anleitung noch nachlesen. Ja. Und hier seht ihr den optimierten Lenkeinschlag mit dem Kreuzlenkungskit. Ja. Also ich habe es bei vielen meiner Fahrzeuge, eigentlich bei allen, bis auf den Traxas und bis auf den HB, da gibt es nichts, ja. Sonst habe ich immer die Kreuzlenkungskits verbaut. Ja. Also das Ganze wie gewohnt hinten auf Englisch. Ja, schade, ich kann es nicht testen, ich habe kein DFL zu Hause, ja. Daher die Chance für euch, wie ab und zu bei mir auch, die Möglichkeit etwas zu gewinnen, etwas abzustauben. Ihr könnt diese zwei Lenkungskits abstauben. Einzige Gegenleistung dafür ist, ihr schreibt mir einen Kommentar, um welches Fahrzeug ihr habt, ja. Und ob ihr wirklich auch bereit seid, die Gegenleistung ist, die ich verlange, ist ein kurzer Testbericht in Form von Bild und Text oder Bild und Ton in Form von Video. Ja. Ich möchte einfach euren ehrlichen Erfahrungsbericht, wie wirkt sich das DFL-Lenkungskit auf euer Fahrzeug aus. Ja. Was sagt ihr dazu? Ist es eine tolle Investition? Also, wenn ihr das gewinnen wollt, müsst ihr mir nur, nicht von heute auf morgen, aber nach erfolgreichem Einbau, einfach den Einbau selbst mit ein paar Bildern festhalten und am Ende das Ganze dann mit ein paar Zeilen dazu ergänzen. Wie war der Einbau? War es reibungslos? Hat es Schwierigkeiten gegeben beim Einbau? Und wie ist der Vergleich vorher, nachher? Das wäre ideal, wenn ihr das versucht, irgendwie festzuhalten und ob euch das wirklich, ob der Lenkeinschlag besser geworden ist, wie sich das Fahrzeug mit dem Lenkungskit verhält. Also ihr könnt es machen mit einem Video, ihr könnt es machen mit einem Word-Datei oder Textdatei, mit ein paar Bilder dazu, wo ihr das beschreibt, so ein Einbau, wo euer Fazit dann drinnen ist. Also wenn ihr das gewinnen wollt und mir als Gegenleistung einen kurzen Bericht dazu zukommen lässt, ja, einfach reinschreiben, Fahrzeug, was ihr habt und dann im Endeffekt Crawlster, Hashtag Crawlster, Hashtag DFL und dann euer Fahrzeug, den DFL dazu, was ihr habt, und dann suche ich mir bis Ende des Monats, das haben wir eh schon Mitte des Monats, haben wir bis in 14 Tagen suchen wir dann entsprechend die Gewinner raus, die zwei gehen dann an die Adressen raus, ich melde mich an euch dann, bei euch dann, ja, müssen wir dann nur eure Adressen bekannt geben, dann schicke ich euch die zu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einbauen und freue mich auf euer Feedback. Ja. Und wenn ihr mir toll lieb habt, nicht vergessen, abonnieren, Glocke und natürlich Daumen da lassen. Auch wenn euch das nicht gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Damit kann ich leben. Und freue mich jetzt wieder, dass ich wieder gemacht habe. Wieder. Und jetzt habe ich noch ein Video, das ich jetzt noch mache. Und dann gehe ich basteln am DRX4. Und dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Gary. Peace.